Der Turbo Reverse 3000. Bauen Sie jetzt den Turbo Reverse 3000 ein, um immer rückwärts fahren zu können. Oh mein Gott, Schatz, wir brauchen den Turbo Reverse 3000. Kaufen Sie jetzt den Turbo-Rückwärtsgang, damit Sie besser rückwärts fahren können. Weil wir tun das ja alle so gerne. Willkommen in Monster Garage. Es geht weiter mit dem wunderschönen Pacific Drive. Es lebt. Okay, los geht's. Warte mal, habe ich das schon? Habe ich schon. Wir sind ja so gut wie Reparado. Okay. You trying to figure out how to pay me a visit? Don't bother. By regular standards, I'm about 10 miles west of you. In zone terms, consider me on another planet. There's a valley of perpetual instability enclosing my corner of the zone, and yes, I chose to live here for that exact reason. Leave an old woman in peace. Und los geht's. Und auf ins Abenteuer! So, auf geht's. Ja, reisen. Hä? Ich war doch... Ach nee, ich hab das... Hä? Ach so, deswegen... Ach so, da habe ich das letzte Folge falsch gemacht. Ich habe nur die Straße freige... Ach, dann habe ich quasi jetzt eine Umgehungsstraße, wenn da so ein Gewitter ist. Oder sowas im Weg. Eigentlich ist es eine gute Idee, oder? Es war alles Absicht. Ich wusste, was ich da tue. So, wir fahren jetzt einfach mal durch, oder? Ich könnte jetzt noch ein bisschen die Energie sammeln und dann... Wir brauchen das Portal ja nicht. Ich muss ja nicht schon wieder zurück. Wir sammeln jetzt nur die Anker und dann verpissen wir uns. Meine Güte, aber die... Häuser müssen wir durchlooten wegen den Klamotten. Nee. Ganz schön hell hier. Oh. Ich glaube, ich fahre querfeldein, oder? Wir machen noch das Haus. Schon wieder an der Klippe. Oh ja. Ich wähle das Banjo. Oh, das hat sich ja gelohnt. Wo ist denn die Tür offen? Es geht bestimmt gut. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Oh Gott! Ah.
Alles Absicht! Siehst du, ist alles gut gegangen. Ich weiß, es rollt, aber das ist vielleicht ganz gut so. Jetzt fahre ich lieber rechts lang. Oh. Und jetzt zum Dachgepäckträger. Ach, oh, den habe ich auch noch gar nicht. Gepanzerte Tür. Scheiße, ich habe die nicht gescannt. Na, kommst du wohl? Ach, ich bin voll. Ich weiß gar nicht, was ich hier drin lassen soll. Ich meine... ich habe leider keinen Schatten. Bin ich ein Geist? Bin ich Dracula? Bram Stokers Dracula, ne? Wenn man den guckt, der ist total lustig. Kann der anfangen. Oh. Nehmen wir mit. Notfallration. Ah, guck mal, das ist nochmal so ein Ding ins Bummensturm. Ich würde gerne die Tür offen lassen einfach. Ja? Einfach gar nicht mehr zumachen. Das sind aber zwei Häuser. Irgendwas übersehen. Silo. Sie brauchen Silo. Wir brauchen Silo, Entschuldigung. Volle Kanne! Okay, dann machen wir da nochmal halt. Gib mir den Hydro-Schraubenschlüssel! Oder hätten sie nochmal die Dingenssägen? Oh, scheiße. Sehr schön. Schon wieder offen.
Entschuldigung. Die Reifen sehen schon cool aus, oder? Keine Sorge, ist nur ein Dosenöffner. Sonst nichts. Das ist so eine Anomalie, die finde ich total Banane. So passt halt irgendwie gar nicht. Ich habe das mit den Anomalien jetzt irgendwie total, wo die einmal die Anomalien einmal nicht verfügbar waren, quasi, bin ich total durcheinander gekommen, was jetzt die Anomalien auf der Map sind. Und deswegen habe ich jetzt den Scanner, aber den Scanner brauche ich ja jetzt. Ich meine, jetzt sind die ja wieder sichtbar. Naja, egal. So. Warte. Es sind primitive Türen. Oh, ist das eine große Ration? Guck mal. Ach komm. Auf ins nächste Gebiet. Oh, halt! Scheiße, ich muss da hoch? Kein Problem, wir haben Opferreifen. Du schaffst das schon los, Lanzi! Im Zweifel immer rückwärts. Der Turbo Reverse 3000. Bauen Sie jetzt den Turbo Reverse 3000 ein, um immer rückwärts fahren zu können. Oh mein Gott, Schatz, wir brauchen den Turbo Reverse 3000. Kaufen Sie jetzt den Turbo-Rückwärtsgang, damit Sie besser rückwärts fahren können. Weil wir tun das ja alle so gerne. Unfassbar. Ups. Bin gleich für Sie da.
So, jetzt zum nächsten Gebiet. Damit zwei Gebiete lang nur Zeug geholt, damit wir ein bisschen forschen können. Also können wir jetzt wieder ein bisschen reinhauen hier. So, weiter geht's. Da sind wir. There's a whole lot standing between where we are and the deep zone. Like another wall and the entire mid zone for starters. It's not as simple as driving there. We can't control. Aber das ist jetzt eine Karte, wo wir schon waren, richtig? Nee. At the height of Lim R&D, thousands of us lived and worked here in the zone. So we built Lim stabilizers to make certain sectors and roads a little more predictable than others. It was the only way we could operate as a live research compound despite the instability. Yes, the same technology that destabilized the landscape in the first place. And technology was always a double-edged sword from the beginning. We're going to put those stabilizers to work and clear you a path. The old observation towers surrounding Sierra Morta have a map of the stabilizers in that sector. Mind swinging by and finding one? Ach, ist das, wo die Passwörter brauchten? Ja, das sind die. Ah, okay. Und auf geht's, wir fahren weiter. Oh Gott. Kommen die jetzt noch mal wieder, oder? Na gut, dann halt nicht. Die hatten wir schon. Links, rechts. Ich war nur nicht mal sicher, ob das jetzt das links, rechts war oder ein anderes. The towers are locked up tight. We tighten up security protocols all day, only for one disgruntled employee to program in his name for fun. Mess it all up. Anyway, the overload code is 4735. Find that stabilizer map and scan it. Oh boy. I was assigned to clean these towers out every time the guards rotated. And things I saw. Let's just say that keeping watch on Sierra day in and day out did not make for a good time. I didn't envy those guards one bit. Pass auf jetzt. Oh, ein Code und dann bla bla bla. Ach, jetzt ging's, okay. I'm overlaying the map with the available routes near you.
up. They're not too far, so I've added the location to your route. The access road will lead you straight there once you're ready. Okay, Doki. Blöde Tür, ist kaputt. Ach, ich soll hier raus. Okay, ich dachte, die wären hier drin. Okay, ich will aber... den Anker da vorne. Geronimo! Oh, scheiße, wir sind zu schnell. Oh, scheiße! Zu schnell! Zu schnell, zu schnell! Oh nein, es ist nicht zu schnell. Sehr gut. Boah, scheiße. Oh, shit. Oh, die Blechdingens vorne. Rechts ist kaputt. Alle Mann anstellen! Oh Mann, die sind aber sauer jetzt! Oh, das ist doch ein bisschen was. Damit können wir arbeiten. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Gott, welche Straße nehme ich denn da jetzt? Die Straße nehme ich. Oh, komm, den nehmen wir auch nochmal mit hier. Also nicht, dass ich mal irgendwann zu wenig davon habe und ärgere mich. Hier sind überall so Türme. Ich frage mich, ob ich viel von dem Shit brauche. Guck mal, wenn ich hier links rumfahre, kriege ich noch einen Anker. 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 Ah. Ich meine, ha. Oh, jetzt werde ich wieder wach. Ich war eben mal müde werden, aber jetzt geht's. Ich glaube, die Tür ist im Arsch. Irgendwas stimmt da nicht. Oder mache ich die überhaupt zu, wenn ich den Anker da rein tue? Ah, die ist schon ein bisschen gelb. Jetzt bin ich falsch abgebogen. Glas. Glas! Und dann haben wir nochmal so. Dann nehme ich die auch nochmal mit.
Down, 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 down. Oh nein, mein Auto. Oh. Ach, hier kann ich mein Auto eigentlich aufladen an den Türmen, ne? Mit, ja, das müssen wir mal erforschen. Zu! Zu! Blöde Tür! Ich mag kleine Hunde, die sind so süß. Auch manchmal Möpse. Also den Hund. Aber Möpse mag ich auch. So, los geht's. Aus der Bahn, du Stein! Der Stein, der ist ein, das ist ein Schwein. Oh, Steinilein, du Schweinilein. Ich glaube, wir fahren geradeaus, ne? Ich glaube, das ist sowieso keine Wahl. Haha! Wackelauto, Wackelwrack, ich hab's geschafft. Wackelwrack. Wackeldackel. Was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Haben wir jetzt noch Strom oder? Oh, guck mal, wir sind wieder aufgeladen. Oh, die, oh, oh. Wir müssen reparieren. Das machen wir vor dem Portal, glaube ich, mal. Oh je. Nein! Abkürzung! Okay, super Idee. On the highway. Sind wir bald da? Ja, nein. Ich muss mal Pipi. Ja. Wir haben ein Kleberproblem, glaube ich.
so, über ein bisschen Sperma drauf. Och, toll, kaputt. Okay, wir haben kaum noch Sprit. Spritus Maximus, aber I like to live dangerous. Yeah, baby, yeah. Oh, behave. Und los geht's. Seid ihr bereit? Auf ins Abenteuer. Ist das jetzt ein Checkpoint? Ab wann wird das gespeichert? Sobald ich in einem Gebiet bin, ne? Au. Krotnolm, speichert der jetzt oder erst, wenn ich in der Garage bin? Knotenpunkt. Once there can be a bit of a maze. If you get lost, follow the pipes. The Limtech and those stabilizers ran so damn hot, only more Limtech could contain it from complete meltdown. Oh yeah. Ich weiß nicht, ob ich die Folge hier erstmal pausiere. Abspeicher. Ach du Scheiße, im Ernst? Okay. It's my turn to give you an explanation about the mass hallucination event that Tobias and Francis were going on about. Dann geht's weiter. Du bleibst zu. My colleague Dr. James K was conducting experiments at a highly classified site in the deep zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity, but only for a short moment. Yeah, Christina Krabbler. Oh Gott, das bewegt sich! Komm, Lancelot, wir müssen hier weg! Boah, ich muss schnell Fenster zumachen. Ach, die hintere Stoßstange habe ich vergessen zu reparieren. Wenn ich keinen Sprit mehr habe, muss ich dann meine Beine zeigen. Ach, ich habe das ja schon voll gemacht. Wir haben ja noch Sprit. Ah, so. Ein bisschen Sprit muss sein. Der ist doch ganz fein. Ach, warte mal. Ah, egal. Ich hätte erst zu dem einen da fahren sollen, sehe ich gerade. Na egal. Weißt du, da so. So. Naja. Ah! Oh, super. Oh, was Neues! Stachelpfütze. Halt, Lancelot!
Das ist wie bei, die Götter müssten verrückt sein. Ohne Handbremse, weißt du? Oder der Jeep immer wieder rückwärts rollt. Genau so. Na, na, na. Alles normal. Ich habe keinen Dingelhopper mehr. Okay, sehr gut. Hat. Ah, jetzt war das. Brauchen wir nicht mehr. Archie ist müde, ich glaube, der will ins Bett. Ich habe neben meinem Stuhl, ich habe hier noch einen Stuhl und da habe ich in so ein Kissen. Ich muss davon mal ein Bild machen, das sieht so süß aus. Moment, ich muss. Entschuldigung, das muss ich jetzt machen. Oh, wie niedlich. Ach ja. Süße Chihuahuas. Na, 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 na. Das ist ein Umwandler. Warte mal, der macht aus was? Stoff? Stofffetzen, Kupferdraht? Nee, andersrum wäre besser gewesen. Und jetzt sind die Anomalien hier weg. Oh Gott. You know, 30 seconds of hallucinations. Sure didn't feel short when I was free falling through outer space. Heck of a ride though. Did you know the rings of Saturn sing? Oh, na toll. I saw disembodied arms. Tons of them. They were grasping and crawling everywhere. And, what about you, Oppy? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something? Must have passed me by. I don't know what to tell you. But were you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Okay. Wow, Archie. Abkürzung. Abkürzung einleiten. Abkürzung wird eingeleitet. Oh Gott. Oha. Oh Gott. Aha. Oh Gott. Oh Gott, wir brauchen noch Schilder. So, jetzt die Frage, wohin fahre ich jetzt? Ich glaube, erst der im Süden, ne? Dann können wir auch direkt noch den Anker mitnehmen. Das schaffen wir. Ne, halt, warte. Ach, das schaffen wir. Leroy Jenkins! That we know the remnants were connected to the mass hallucination, maybe we can figure out what caused it.
Oh boy, do I have theories. Don't start. Dr. K and Alan clearly uncovered some new way of using Lim to motivate that gamma ray burst. Oh, yes, precisely. Where do gamma rays come from? Ach, egal, okay. Outer space. Feedback on planet Earth, kid. There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Thunderstorms, for example. No. You said it yourself. The energy levels are much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens, well, there's countless perfectly scientific possibilities. Perhaps Dr. K and Alan developed a limb-assisted mass particle collision. Or, heck, tapped into some sort of gamma ray reservoir. Ach, komm schon. Or a portal? A portal? To where exactly? To Atlantis. Of course. Now, why didn't I think of that? Komm schon, wir sind noch fast oben. Absolutely it. Ob das jetzt eine Abkürzung war, weiß ich nicht. Ich glaube, ich komme da gar nicht hoch. Das gibt's doch nicht. Okay, dann nicht. Achso, ich muss den Archie auf den Schoß nehmen. Archie, ich weiß nicht, beim Autofahren darf ich dich nicht auf den Schoß nehmen. Willst du aus dem Fenster gucken? Dann fahren wir jetzt erst zu dem einen da. Okay, geradeaus. Oh, Stachel-Anomalie. Ja, ich kann ja das Auto teleportieren, das habe ich total vergessen. Aber da komme ich jetzt auch nicht hoch. Oh, scheiße. Also da komme ich auf keinen Fall hoch. Okay. Oh, Mann. Als nächstes bauen wir einen neuen Motor ein und nochmal Reifen. Dann kommen wir überall hoch. Oh, Sprit. Ach, Quatsch. Das geht noch. Oh, das ist das Wackelauto. Super Idee. Batterie ist das gleich leer. So, jetzt hier lang. Scheiß auf Ausweichen. Low Rider.
Komm schon. Wusch und weg. Hey, Abby. You've never cared about any of the zone stories and superstitions. Scheiße, ich hab da oben das Ding vergessen. So, why now? What's in this for you? What I do is egal. Not and has never been any of your business. You're asking us to trust you. So yes, it's our business now. How about this? You two sign off, count orbs, or whatever it is you like to do, and I'll get the driver to the mass hallucination source myself. Excuse me? No. Tobias found this remnant. This is his discovery. Sure. And I'll send you a nice gift basket to mark the occasion. But I won't let anyone interfere with this. Oh, warte, Moment. To hell with that! We either throw everything we can at this thing, or we lose this chance, and the answers to the mass hallucination are gone forever! This isn't like one of your little Sasquatch hunts. I'm not letting you get your tinfoil pseudoscience anywhere near this. This is too damn important to me. It sure didn't seem too important earlier, when you messed up and nearly killed the driver. You want to play that game? You really want to talk about our track records? Screw you, Oppie. I'd rather run this remnant into the ground. Kann ich nicht einfach alle ignorieren und selber irgendwas machen? Get it. We're wasting our breath with this old man. There's gotta be another way. She's out of her mind. I can't do this. Look. If you want to waste your precious time picking apart bird droppings and squinting at constellations, by all means, follow their lead. But we're better off without them, trust me. I'll get you through no matter what. This really is my last chance. Okay. Kann ich jetzt stehen bleiben und warten, bis es vorbei ist? Ja. Okay, halt. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen reparieren. Ich habe leichte Blechprobleme. Das ist natürlich jetzt doof. Warum packen die sowas auf die Straße? Na toll, jetzt geht das wieder los. Ja, chill. Chill out. Come on, chill out. I know what I'm doing. You asshole. Okay. Wir brauchen etwas Kleber, haben aber nichts mehr. Au, das hat weh getan. Das ist nicht so gut.
du Scheiße. Stabilizers are coming online and the way looks clear, but I'm also getting spikes. The stability in your region is tanking. Get out of there. Fast. Mit meiner... Oh Mann. Tolle Sache. Tolle Sache, Harry. Tolle Sache. Oh Gott. Bin schon am Fahren. Schneller geht's auch nicht. Schon markiert? Es ist schon an, ne? Ach so! Oh Gott. Wo bin ich bloß stehen geblieben? Oh Gott, das Auto fällt auseinander. Halte durch, Landziel. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Oh nein, ich verliere Lebensenergie. Komm schon. Volle Kanne, Hoshi. Kein Problem. Kann ich jetzt eine Reparaturstation bauen oder so? Nice work out there. The sector stabilizers are fully operational. You've got a straight shot toward the expansion wall. Ha! Kinderspiel. You may want to consider armoring up a bit. Once you cross that wall, the midzone is another beast altogether. Ja, wäre vielleicht besser. So, ich werde jetzt erstmal in Ruhe das Ding reparieren und ein bisschen pimpen und so. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, liebe Leute. Meine Güte.